Auftakt in die 24. Saison der deutschen Eishockey-Liga mit dem Duell der Gegensätze. Der Tabellenletzte der vergangenen Saison, die Krefeld-Pinguine, zum Heimauftakt gegen den amtierenden deutschen Meister aus München. Rick Adorno, der Coach der Krefeld-Pinguine, hat seine Mannschaft gehörig aufpoliert. Und die Krefelder in Schwarz zeigen von Anfang an, dass sie vor allem eines können: kämpfen und leidenschaftlich Eishockey spielen. Und das münzen sie auch in Tore um. 13. Spielminute, das 1:0 für Krefeld durch Verteidiger Nick St-Pierre. Der deutsche Meister hatte viele Chancen im ersten Drittel, nutzte sie aber zu wenig, kam dann aber gefährlich. Mauer auf Seidenberg und der Ausgleich in der 16. Spielminute durch Yannick Seidenberg, vor dieser Saison vom Stürmer zum Verteidiger umfunktioniert, aber nach wie vor mit Drang nach vorn und exzellentem Abschluss. Krefeld in dieser Partie ohne seinen eigentlichen Einser-Torhüter, ohne Maler Müller, der noch gesperrt war. Und Patrick Klein musste den nächsten Schuss klären. Maxi Kastner wunderbar in Szene gesetzt hier. München zeigte hin und wieder seine enormen Qualitäten, die sie in den letzten zwei Jahren auch zum Meister gemacht haben. Dennoch war das Krefelder Publikum nach den ersten 20 Minuten zufrieden mit seinem Team. Und dieses Team steigerte sich im zweiten Abschnitt. Dragan Umicevic mit der ersten Möglichkeit gleich zu Beginn des Mittelabschnitts. Toller Pass hinten heraus, und abseits oder nicht entscheiden sie selbst, denn aus dem Blick bleibt cool. Dann eine Szene, typisch für Krefeld. Der Puck wird sich erarbeitet, wird erkämpft, aber dann Patrick Seifert, der Neuzugang mit Überblick, und Martin Szymanski mit dem 2:1 in der 37. Minute. Kein Tor wie jedes andere, das 100. für Martin Szymanski, und das gegen den Club, für den er schon mal gespielt hatte. München hatte dann im letzten Drittel Chancen, aber Patrick Klein hielt zumindest bis hierhin. In dieser Szene verletzte sich der Schlussmann der Pinguine und muss vom Eis. Und für ihn kam zu seinem DEL-Debüt der 19-jährige Michael Weidekamp mit der Erfahrung von sage und schreibe 26 Spielen für Herne in der Oberliga. Aber er stand und er hielt wie hier gegen Derek Chosley. Krefeld kämpft und München zog jetzt am Schluss alle Register und zeigt, wie viel Qualität im zweifachen deutschen Meister steckt. Michael Wolf, Hereingabe aus den Birken vom Eis und mitten hinein in diese volle Offensive. Der Ausgleich bei 58:38. Patrick Hager, der Königstransfer des Sommers, hier zu sehen, hält die Kelle hinein an seinem Geburtstag mit dem Einstandstor für den neuen Club. Und so ging diese Partie in die Overtime. Und als diese sich schon dem Ende neigt, Michael Wolf mit viel Energie und Drang zum Tor. Seifert stoppt ihn per Foul und die Schiedsrichter zeigen es an. Penalty, und das in der Overtime. Wolf hier durch, Seifert hakt ein als letzter Mann. Diese Penalties werden in der DL immer öfter ausgesprochen. Dann Wolf gegen Weidekamp und der Kapitän des Meisters. Ganz cool und abgezockt, sein 303. DL-Tor entscheidet diese Partie am Ende doch noch für den Meister. Ja, natürlich ist es. Wir wissen, dass alle Mannschaften das Beste gegen uns abrufen. Ich denke, wir haben insgesamt kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht. Wir haben sehr viele Chancen vergeben und letztendlich sind wir froh, dass wir die zwei Punkte noch mitgenommen haben.
so ist es eigentlich perfekt, weil man kann nicht lange drüber nachdenken, man kommt rein, ist sofort im Spiel. Ja, hätte das Ding gern mit den Jungs nach Hause geholt, komplett. Leider nicht geklappt, war trotzdem ein schöner Moment. Ein Spiel, das schon am ersten Spieltag seine Geschichten zu erzählen hat, am Ende aber positiv für Krefeld. Man nimmt einen Punkt mit gegen den amtierenden deutschen Meister aus München.